Predigt für den 6. Oktober 2019, Pater Rolf Hermann Lingen-Dorsten, 4. Oktober 2019. Ein Tag für die Geschichtsbücher. Am Freitag sind auf der ganzen Welt Millionen von Menschen auf die Straße gegangen. Alleine auf dem Münchner Königsplatz versammelten sich 40.000 Klimademonstranten. Dunkle Synthesizer-Klänge legen sich über den rappelvollen Königsplatz. 40.000 Menschen halten inne. Gänsehaut pur. Wir sind die Jugend von heute und die Gesellschaft von morgen. Und wir werden morgen die Konsequenzen für eure Entscheidungen von heute tragen, mahnt eine Frauenstimme. Dann lässt der Bass die Bühne beben und die Stimme von Rapper Courtier schallt vom Band über die Köpfe der Klimaretter. Eindringlich, fordernd. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist Zeit für das jüngste Gericht. Wir sind das jüngste Gericht. Jugend auf die Barrikaden. So steht es seit 2 Wochen geschrieben beim Münchner Merkur. Überschrift: Fridays for Future. Klimastreik in München sprengt Erwartungen. Sind das jüngste Gericht. Dieser sogenannte Tag für die Geschichtsbücher, also dass auf der ganzen Welt Millionen von Klimarettern demonstrierten, stand im Zusammenhang mit dem sogenannten Klimagipfel in New York mit rund 60 Staats- und Regierungschefs. Dort wetterte Greta Thunberg mit erschreckend verzerrtem Gesicht gegen die Regierungschefs: Ihr kommt zu uns jungen Menschen für Hoffnung. Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt meine Träume und meine Kindheit gestohlen mit euren leeren Worten. In einem diesbezüglichen Artikel des Hamburger Stern, Überschrift: Thunberg hält Wutrede in New York, Merkel spricht von Weckruf, steht geschrieben: Papst Franziskus hat größere Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel gefordert. 4 Jahre nach dem historischen Klimaabkommen von Paris seien die Zusagen der Staaten immer noch sehr schwach, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer Videobotschaft an den UN-Klimagipfel, der am Montag in New York begann. Sie seien daher noch weit davon entfernt, die vereinbarten Ziele zu erreichen. Tagtäglich überschwemmen uns Politiker, Medien und sogenannte Promis mit Prophezeiungen einer globalen Erwärmung durch Kohlendioxid. Der mittlerweile übliche Begriff Klimareligion schlägt sich nieder in Formulierungen wie jüngstes Gericht und Klimaapokalypse, wobei Greta Thunberg von manchen völlig ernsthaft als Prophetin und moderne Jeanne d'Arc in den Himmel gelobt wird. Der menschengemachte Klimawandel durch CO2 hat gemäß den Klimaträumern einen unmissverständlich klaren Beweis. Es schneit nicht mehr in Deutschland. Allerdings gibt es ein Problem bei diesem Klimawandelbeweis. In der Wirklichkeit schneit es weiterhin in Deutschland. Sogar mit Rekordwintern wie 2006 oder Kälterekordern 2012 und 2018. Also gibt es unleugbar offenkundige und zahlreiche Gründe, dass man nicht jeder Klimaprophezeiung blind glauben darf. Für viele besteht sogar eine Pflicht, sich genauer über die Zahlen und Fakten zum Klima zu informieren. Das betrifft natürlich auch die bloßen Zahlen von Temperaturen und Stürmen, von Eisvolumen und Eisschmelze, von Eiszeiten und Wärmephasen und so weiter. Das sind aber vor allem Überlegungen darüber, was uns mit der sogenannten Energiewende droht, also wenn Energiequellen wie Erdöl und Erdgas und namentlich die Kernenergie nun durch Solarzellen und Windräder ersetzt werden sollen. Wie werden Solarzellen und Windräder eigentlich gebaut und instand gehalten und wie ergiebig und wie zuverlässig sind sie? Dass die sogenannten erneuerbaren Energiequellen zu einer Kostenexplosion führen, bemerken wir bereits jetzt schon. Heizung, Elektronik, Transport und so weiter werden unbezahlbare Luxusgüter. Globale Verarmung und Verelendung sind vorprogrammiert. Es kann Pflicht sein, all dies aufzuzeigen. In jedem Falle müssen wir uns über den eigentlichen Hintergrund der Klimaträumereien im Klaren sein. Es genügt nicht, nur die Klimalüge zurückzuweisen,
denn sie ist nur ein winziges Mosaiksteinchen im großen Glaubensabfall, in der globalen Auflehnung gegen Gott, in der Versklavung der Menschheit an Satan. Wie sehr liegt denn den Vereinten Nationen das Wohl der Menschen am Herzen? Angesichts von weit über 50 Millionen Abtreibungen, und zwar jedes Jahr, fordern die UN einen allgemeinen Zugang zu sicheren Abtreibungen, damit die Mutter bei dem sogenannten medizinischen Eingriff, also bei der Zerstückelung ihres Kindes, möglichst unbeschwert bleibt. Das eigentliche Herzensanliegen der sogenannten Vereinten Nationen erscheint am deutlichsten in Lucy's Trust, in der Anbetung Luzifers. Vor einem halben Jahr wurde gemeldet, die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hat am Mittwoch an der Generalaudienz von Papst Franziskus auf dem Petersplatz teilgenommen. Im Anschluss begrüßte das Kirchenoberhaupt die 16-jährige Schülerin persönlich und wechselte mit ihr einige Worte. Jorge Bergoglio, Pseudonym Papst Franziskus, ist das sichtbare Oberhaupt einer Gruppe eines sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils. In den Vatikanum II Statuten steht geschrieben, der Geist Christi würde nicht-katholische Gemeinschaften als Mittel des Heiles gebrauchen. Im Jahr 2016 verkündete Bergoglio medienwirksam, wir sind alle Menschen und in diesem Menschsein gehen wir aufeinander zu und arbeiten zusammen. Aber ich gehöre zu dieser Religion, zu jener. Das spielt keine Rolle. Non importa. Die Religion spielt keine Rolle. Bereits 2014 hatte Bergoglio einen seiner Vorgänger, jemanden namens Karol Wojtyla, zum Heiligen erklärt. Wojtyla hatte Vertreter verschiedener Religionen zu einem sogenannten Gebetstreffen nach Assisi eingeladen, wo zum Beispiel eine Buddha-Statue auf einem Altar angebetet wurde. Wojtyla nahm an verschiedenen antichristlichen Ritualen teil, küsste den Koran und so weiter. Das alles geschah im Geist des Konzils. Was ist das für ein Geist des Konzils, wo nicht-katholische Gemeinschaften Mittel des Heiles sein sollen, wo die Religion keine Rolle spielt? Bezüglich Rockmusik muss jedem der satanische Hintergrund bekannt sein. Mit hirnlosem Gestampfe werden die Leute behämmert. Trance, Zügellosigkeit, Verwilderung. Der Mensch soll verführt werden, soll von seiner eigentlichen Bestimmung abgelenkt werden, soll von seiner Verantwortung vor Gott entfremdet werden. Wojtyla hat sich der Rockmusik bedient, Jorge und die Klimaträumer bedienen sich der Rockmusik. Jorge, der größere Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel fordert, setzte Maßstäbe der Zügellosigkeit mit einer spektakulären sogenannten Kindermesse. Und viele V2-Mahlfeiern werden ganz offiziell als Rockmessen veranstaltet. Nochmals. Das Thema Klimalüge ist wichtig. Der Kult um die Klimareligion muss zurückgewiesen werden. Aber es geht immer um die ganze Wahrheit. Viele Klimarealisten sind selbst wiederum Lügner. Sie verbreiten Lügen gegen die wahre Religion. Sie verführen zu anderen Formen des Satanismus. Der Teufel will die Menschen versklaven. Er will zu sich in die Hölle führen. Der Weg ins Verderben ist breit. Was nicht wahr ist, ist falsch. Die katholische Religion ist wahr. Die nicht-katholischen Religionen sind falsch. Die katholische Religion ist heilsnotwendig. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Apokalypse ist Gottes Werk. Das jüngste Gericht ist Gottes Werk. Es ist Gotteslästerung, wenn sich die Menschen zum jüngsten Gericht erklären. Wir müssen uns auf das jüngste Gericht vorbereiten, denn dazu sind wir auf Erden. Um Gott zu erkennen, um ihm in Liebe und Treue zu dienen und um das ewige Leben zu erlangen. Amen.